Moin, wir machen heute die Glurak-Box auf, diesen Glurak-Koffer. Seit langer Zeit mal wieder ein Koffer. Ich habe die Celebration-Koffer extrem viel aufgemacht, die fand ich super cool. Ja, ich glaube, den Koffer werde ich benutzen für das nächste Giveaway an die Schüler-AG. Die freuen sich da immer sehr. Vielleicht können die damit was anfangen. So, also soweit ich es richtig gelesen habe, sind hier sechs Booster drin. Noch ein paar Promos. Genau, die Promos sind ganz nett. Die werde ich auf jeden Fall noch in mein Set mit einfügen. Bylonda, Mascagato und Skellocrock. Oh, das Paradox Rift dabei. Das wusste ich gar nicht. Was ist denn da noch dabei? Zweimal Paradox Rift. Wahrscheinlich zweimal Obsidian und zweimal Entwicklung in Paldea. Das ist echt gut. 25 € hat der Koffer gekostet. Das sind echt Schnapperle. Sind noch ein paar Sticker dabei. Die lassen wir gleich drin für die Kids. So ein kleines Buch. Das kommt in mein Giveaway-Karton. Den Code könnt ihr euch gerne snacken. Blendet. Bitteschön. Ja, sechs Booster. Ich kann mir schon vorstellen, momentan sind meine Finger nicht ganz so besonders gut. Paradox Rift finde ich momentan am schönsten. Danach Entwicklung und Obsidian habe ich voll, deswegen fange ich mit Obsidian Flames an. Da habe ich das englische Master Set. Ich wüsste nicht, auf was ich mich jetzt hier freuen würde. Also es gibt richtig schöne Illustration Rares, wie zum Beispiel auch das Fukano, was glaube ich hier drin. Gott, ich muss mal kurz das Licht ausmachen. Das ist schlimm mit dem Licht. Oder so, geht es so? Ja, ist ein bisschen besser. Schalte ich so. Ja, vielleicht ziehen wir eine schöne Illustration Rare. Ansonsten habe ich jetzt vor kurzem ein Fail-Video rausgehauen. Da gibt es aber ein Giveaway, das geht bis zum 17.01. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Okay, und Sherrox. Ja, müsst ihr einfach ein Hashtag, was war denn das? Müsst ihr mal nachschauen, irgendein Hashtag eingeben und dann könnt ihr da ein paar Holos gewinnen und noch eine wunderschöne Promo. Das war mein Card Market Video mit meinen Bestellungen für das Tournament, wo ich jetzt gerade mitspiele am Samstag, den 11., 12., 13. Das muss der 13. sein. So, wir haben ein Frigometri. Togepi. Ich glaube, da hinten. Ich denke mal, ich sehe was, aber dann ist es meistens wirklich nur die Holo. Ganz klassisch. Knarrbohn. Wampels als Illu und Voltolos war es. Aber Wampels ist sehr, sehr schön. Das ist eine richtig schöne Illustration. Lege ich mal zur Seite. Code ist für euch. Und der Fokus, der macht mich schon wieder verrückt. So, eine haben wir, das finde ich super. Wird dann noch gleich gesleeved und wir gehen rein in Entwicklung in Paldea. Da finde ich die Illustration wäre auch übelst schön. Ich habe glücklicherweise das Mascagato EX selber gezogen. In, ja genau, in der Altart sozusagen und in Gold. Und mir fehlt, glaube ich, noch das Filori, die normale. Das wäre super. Ja, Mobites, Botogel. Mickrick, Saltigant. Ich möchte nichts sagen zu dem Pokémon. Ist ein Pokémon, ist auch in Ordnung, aber gibt es auf jeden Fall schönere. Let's go. Ich sag mal, wenn ich jetzt pro, wie sagt man, pro Set einen Hit habe, wäre das super, würde ich mich freuen. Beim ersten Set hat es schon geklappt, das Flecken uns auch übelst schön. Fokus. Danke, das ist richtig schön. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Muss schon meine ganzen Technik-Skills anwenden, um das zu verbessern. Und wir haben ein Paldea Taurus. Wäre das ist Taurus aus 151 gewesen, Reverse, hätte das sehr geschmeckt. So, ein Code-Card ist für euch. Hat man schon gezeigt. Und das Licht, wie gesagt, oh Gott, ich krieg die Krise. Jetzt. Ich mach das Licht nochmal aus, das macht mich wahnsinnig. Und da ich nur One-Takes mache, müsst ihr jetzt einfach mal kurz schauen, wie ich das Licht ausmache. Schlimm, schlimm, schlimm mit dem Licht, sage ich euch. So, jetzt seht ihr wenigstens die Packs gut. Das ist wichtiger als mein Gesicht. Jetzt kommen wir auch zum Finale. Also bis jetzt muss ich sagen, hat der Koffer noch nichts gegönnt, aber wir haben halt noch zweimal Paradox Rift und Paradox Rift finde ich schon sehr, sehr gut, noch spielstark. Wir haben ihn Trotzweste, Agiluza, Reverse Cassadur und Miltank Reverse habe ich schon gehabt. Seekrum habe ich natürlich auch schon gehabt. Und der Code ist für euch. So, letztes Pack. Und dann können wir mal drüber reden, ob das ein, ja, ob der Koffer gut ist oder nicht. Let's go.
Vielleicht ein schönes Irdengefäß noch. Was hätten die mal in Gold rausbringen sollen? Das ist so spielstark. Ich glaube, da würden viele gerne Gold damit flexen. Wir haben ein Nikiragi. Irdengefäß, sehr schön. Medizinenergie. Mickrig und. Ah, Gierspenst und. Fuyal EX. Ich glaube, der hat schon gehabt, aber ist wenigstens ein Hit. Ja, ich würde sagen, alles in allem. Die Box war nicht so schön, aber ich finde die Boosterauswahl ganz, ganz gut. Ein 6 Booster Deutsch für 24 Euro, 25 Euro plus Promos. Macht man nichts falsch. Dann macht's schön gut. Ciao, ciao.